Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole Bring The Crunch. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Ich habe kurz was getrunken und was gegessen und jetzt gehen wir Erde sammeln. Metzelbeutel, Artefakt 100. Mhm. Was macht er, wenn ein Gegner stirbt, werden angrenzende Gegner angewidert. Nehmen wir mal. Rotkäppchenkostüm. Alles klar. Mhm. Das ist bestimmt eine gute Idee. Traumfängerrezept. Yes. Suche ein Traumfängerrezept und jetzt bastle ein Traumfänger-Artefakt. Nee, das mache ich doch glatt. Artefakto. Traumfänger 100. Hergestellt. Was macht er denn? Schaffe weitere Zutaten. Achso. Können wir das irgendwie noch ausbauen? Sphäre sublime Einsicht. Mhm. Anscheinend können wir die nicht ausbauen. Sänger des Untergangs. Den haben wir nicht. Warum nicht? Dafür brauchen wir ein bisschen Henki-Spiel und Scheiße. Mhm. Haben wir nicht gefunden bei Casa Bonita oder was? Oder haben wir den? Doch, den müssen wir haben. Den haben wir noch nicht ausgerüstet. Aber die können wir nicht weiter hochleveln, ne? Wo ist er? Da. So, warte. Die haben alle dieselben Werte. Alle Verbündeten erhalten 40% weniger Schaden durch Statuseffekte. Haben wir nicht oft, ne? Statuseffekte. Wo ist denn dieses Mr. Henki-Ding? Was war denn das für ein Artefakt? Mhm. Ein kleines nur. War auch nur eine 90. Sehe ich aber nicht. Aber tatsächlich nicht. Wie kann das denn sein? Haben wir irgendwas übersehen zu haben. So, jetzt können wir ein neues Abzeichen bekommen. Hier sind Zigaretten. Ein Traumfänger zu basteln eigentlich gut, um über das Erbe der Indianer zu lernen. Im Camp findest du alle Materialien, die du für einen brauchst. Ja, habe ich ja schon. Großartig, Wunderarsch. Macht Lernen nicht Spaß. Hol dir dein Erbe. Der Ureinwohnerabzeichen mache ich auch. Hä? Hier stand vorhin noch eine Kiste drauf. Werwolf-Körperkostüm. Mhm. Ich nehme mal mit, ne? Was soll passieren? Vier Erde. Was passiert, wenn wir das jetzt hier zurückglitschen? Vorhin stand hier noch eine Kiste drauf. Aha. Ansonsten gibt es hier nichts. Nö. 4, 8 und 12. Bestreue den Betreuer mit Erde. Erde streuen. Ich glaube, es klappt. Ich glaube. Ah! Oh, er ist tot. Ich dachte echt, das klappt. Nein, die Wiederbelebungserde ist nur eine Kampfmechanik. Schade.
Keine Angst. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Er hat recht. Es ist noch Zeit. Kommt. Überall, wo du hingehst, scheinen Leute zu sterben. Ziemlich verdächtig. Findest du? Geht noch, ne? So, hier haben wir jetzt nichts mehr. Wie in dieser Scooby-Doo-Folge. Sorry, ich habe keine Nebenmission. Merkt das schon. Hä, war das vorher von auch schon da? Ansonsten ist hier nichts weiter, oder was? Das war's? Neuer, ich empfange erhöhte Emotionslevel innerhalb des Camps. Ich schick dir die Stelle. Die übersinnliche Störung im Camp. So, den Kampf nehmen wir auch wieder mit. Verdammt! So. Einfach nur, weil wir es können. Oh, gleich knallt es! So, dann hier das Übliche, ne? Dumm, die dumm. Warte, so. Und so. Du wartest. Wie immer. Oh, Furzlord hat jetzt auch einen Lakaien. Cool. Dann kommt er. So, er macht jetzt den. Zack. Ja, kommt da jetzt weg. Oder eine Schüssel Cerealien. Ich erschrecke euch zu Tode. Ich hab ein bisschen Pipi in der Hose, Leute. Alles gut. Jetzt wird es angenehm knusprig. Da als nächstes der Wolf dran ist, wird er mir wahrscheinlich versuchen, eine reinzuwirbeln. Deswegen machen wir ihn hier. Höre mich. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Voll. Das heißt, dürfte jetzt gar kein Problem sein. No Damage. So, jetzt kommt er. Das ist viel zu viel von meinem Blut. Der wäre dann tot. Und so auch. Zack. Fantastisch! Macht euch auf Schmerz gefasst! So, Chaos, 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 Chaos kann so machen. Zack. Na, zugegeben, deine Art Chaos hat seinen Reiz. Danke, das freut mich. Jetzt kommt er hier, Hammerwerfer könnte dann. Krümme ich mich nach hinten, mache in die Richtung und dann hat sich das sowieso erledigt mit dem. Zack. Das war episch. Und dann kommt er, macht so, verkrümmelt sich wieder und macht in die Richtung. Dann geht er durch alle durch. Ein Monster, aber behandel mich doch nicht so. Ja, alles gut. Ich beerdige euch, Halunken. So, Marbury Crunch. Sie wirbelt ihn dann einmal nach hinten. Dafür steche ich 50 Mal auf dich ein. So, jetzt kommt er wieder einen nach vorne. Oh oh, fordert Blitzkrieg nicht heraus. Muss ich überhaupt? Achso, direkt vor ihm. Sieg! Ich übersehe ihn immer. Das ist ganz schlimm. Kann da nichts für. Entschuldigung, Bewährungsausweich, Ausweis und 3,69 Mark und 80 EP.
Haben wir nicht irgendwelche Herausforderungen hier? Weiß ich gar nicht. Abzeichen. Meeresleben können wir noch nicht. Paranormale Ermittlungen. Stimmt. Wir müssten nochmal auf den Friedhof. Da fehlt doch noch was. Den da haben wir. Den da haben wir. Da haben wir einen. Und in der Mine haben wir einen. 3 von 5. Vier. Ne, dann müsste da oben, glaube ich, noch einer sein. Ne? Ja, das Quietschähnchen. Ne, gut, alles klar. Dann müssen wir nicht zurück auf den Friedhof. Ach, warte, Sammelbares. Wo war denn das? War das im Charakterbogen? Titel. Penner. Müssen wir noch ein paar besiegen. Hierfür noch Erinnerungsbären. Ansonsten haben wir ja nichts weiter, ne? Nö. Ist hier also nichts Neues dazu bekommen. Hier ist zu. Vielleicht gibt's da einen Hinweis, wer hinter all dem steckt. Kletter die Holzscheite hoch. Wir müssen die verschwundenen Betreuer finden. Hä? Da haben wir später einiges zu putzen. Alle Mann an Deck! Hm? Wie blöd? Sprich mit Blitzfreak, um dein Abzeichen zu erhalten. Steht er hier jetzt nochmal? Nö. Okay, vielleicht muss ich doch erst mit dem... Wir müssen die verschwundenen Betreuer finden. Hey Mann, du hast uns angeheuert, um als Monster Kinder zu erschrecken. Von toten Betreuern war nie die Rede. Ich kann nicht zurück in den Knast. Hey Mann, du bist verrückt. Wusste nicht, dass wir für so einen bösartigen Wahnsinnigen arbeiten. Du kannst jetzt nicht gehen. Der Plan ist fast abgeschlossen. Geh da raus und mach deinen verdammten Job. Sonst sage ich deinem Bewährungshelfer, dass ich nackt mit dir Kevin Spacey-Filme schauen musste. Du kranker Bastard! Mimsy! Ja, Boss? Mimsy, du solltest die Betreuer doch nur fesseln. Das hab ich, Boss, wie du wolltest. Richtig gut, damit sie nicht entkommen, wie in dem Film Saw. Saw? Du dummes Arschloch! Du solltest sie nicht töten! Oh, nicht? Sorry, Boss. Macht nichts. Hauptsache, Tadikaka sich schließt und wir müssen nie wieder herkommen. Keine Fehler mehr. Und pass auf, dass Jimmy es nicht wieder vermasselt. Okay, Boss. Ich habe den Schlüssel zum Bootshaus gleich hier versteckt. Niemand wird die letzte Betreuerin finden. Hoffentlich, Mimsy. Komm nachher zum Kanu-Bootshaus. Wir haben noch eine Sache zu erledigen, dann ist das Camp Geschichte. Alles klar. Mit dem Mann. Ich suche überall nach den Betreuern. Chaos kümmert sich gründlich. Kann ich jetzt? Hallo, ich will mit dem Mann reden hier. Jimmy! Nicht hilfreich! Weiß ich. Du bist auch nicht hilfreich. Ich will mein Abzeichen haben, du Spacken. Oh Mann, oh. Mhm. Erste Hilfe? Batterie leer, alles klar. Da oben ist der Schlüssel. So, da ist das Ding. Machen wir erstmal den hier auf. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Hier muss noch was zwischen, glaube ich. Ja.
So. Jetzt da schon mal Strom drauf. Ich kenne aber den Code nicht. Wer ist mit Jimmy? Muss sterben. Jimmy. Muss. Sterben. Das war falsch. Camp. Muss. Jimmy. Liebt Blowjobs. Auch nicht. Da steht hier bestimmt auf dem Zettel da drauf, ne? Kombination von Nathans Tresor. Alles klar. Jimmy liebt Drogen. Okay. Jimmy liebt Drogen. Heiliger Bodenrezept. Nice. Ein Rezept für heiliger Boden. Davon haben wir, glaube ich, auch schon was gefunden. Was ist denn das? Heiliger Bodenrezept. Belebt ein Teammitglied wieder, heilt es und verleiht ihm Angriffsverstärkung, Lebensraub und Besessenheit. Dafür brauchen wir aber heilige Erde. Und die kriegen wir doch eigentlich beim Indianerfriedhof, oder nicht? Verfluchte Videokassette. Alles klar, jetzt können wir zur Bushaltestelle zurückkehren. So, wir brauchen hier noch mehr zum Sprengen. So. Und so. Ach schön, jetzt steht hier auch alles unter Dingens. Okay. So. Dann so. Ja, so, da wollte ich eigentlich nicht hoch. Ich will eigentlich an das Glas da drüben ran. Er nimmt wieder nicht. Ey, ich kriege hier Anfälle. Warte. Ich hasse alles. So, das haben wir. Dann müssen wir die Leiter da wieder anstellen. Das bringt uns ja zum Glück gar nichts. Aua. Okay, da kommen wir nur ran, wenn wir da hinten lang gehen. Das heißt, wir müssen einmal zurückglitschen. Das ändert sich jetzt und geht dahin. So, dann brauchen wir den. Brauchen wir dann hier? Jetzt können wir nämlich hier schon mal hoch. Da oben ist auch noch was zum kaputt machen. So, der müsste jetzt ja rein theoretisch hier oben landen, ne? Jo. Mann, oh, immer dieses Halten, ne? Das ist so nervig manchmal. So. So. Und so. Nehmen. Frankenstein-Kostüm. Geil. Schlüssel.
Jetzt müssen wir hier noch wieder den Strom abschalten. Mit Hilfe. So, gedrückt halten. Entschuldigung. Ich bin rein. Okay, was soll es bringen, wenn wir das jetzt ausmachen? Hier kommt das Chaos. Ich meine, ich mach's jetzt einfach, weil wir es können, aber. Wir sehen jetzt als nächstes erstmal wieder runter zur Tankstelle. Chaos ist sich selbst der Lohn. Also wir mussten jetzt da hoch, um dann den Strom wieder abzuschalten. Um dann hier wieder ranzukommen, oder was? Wahrscheinlich um die Videokassette zu kriegen, ne? Guck mal, da ist auch noch eine Tasche. Wie komme ich an die Tasche ran? Hinten auch nicht? Nö. Hä? Okay. Ich verstehe nicht. Ach, vielleicht muss ich das wieder. Warte. So. Time anhalten. So. Und dann den. Und dann den. Passiert hier anscheinend gerne heute in dieser DLC. Zack. Und zack. Igelfrisur. Noch irgendwas? Nö. So, hier haben wir dann auch alles. Gut, dann können wir wieder raus. Kann ich mir jetzt meine Abzeichen holen? Lieber Jim. Sieht so aus. Das ist sehr gut. Sei stolz, Wunderarsch. Noch ein Abzeichen. Juhu. Erbe der Ureinwohner. Scherpenartefakt verbessert. Wie viel fehlt jetzt noch? Noch zwei. Das Geisterding. Und die Ente da oben irgendwie, ne? So, dann gehen wir mal schnell nach oben, machen ein Selfie mit dem Videokassettenvieh. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, hallo. Zack. Zack. Das war nix. So, jetzt. Lisa Jankowski. So, damit haben wir 4 von 5. Jetzt bleibt nur noch das Bootshaus. Ach verdammt, den Film kenne ich. Bitte töten Sie mich nicht. Warum hat jeder Angst vor mir? Ich bin nur ein bisschen nass, mehr nicht. Mhm. Ich höre Schreie. Alles klar. Wo kriege ich denn jetzt nochmal heilige Erde her für diesen komischen Trank? Ist der hier zufällig? So, jetzt lassen wir den Kampf mal außen vor und gehen direkt hoch, weil ich will das wissen. Deswegen ist es erstmal egal. Weil die 12 Erde, die wir gefunden haben, die sind nicht mehr in unserem Inventar. Jo. Alles klar, das respawnt. Zack. Und zack. Dann craften wir uns das mal schnell zusammen. Dum, 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 dum. Hier, heiliger Boden. 2 Stück haben wir. Können wir ein paar von machen. Schaden kann es ja nicht. Gibt immer 2 davon. Können wir uns den ganzen Arsch voll machen. So. 14
sollten erstmal reichen, würde ich sagen. Dann schwurbeln wir wieder zurück. Und gehen zum Bootshaus. Lassen den Kampf da unten immer noch außen vor, weil, ja komm, Alter, dann haben wir den jetzt 6 Mal gemacht oder so. Das muss nicht sein. Hey, Freunde, 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 Freunde. Heieieiei. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge im Bootshaus wieder. Also bis dann, sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei South Park The Fractured Butthole Bring the Crunch. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.